Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir in Carinas Kochecke. Denn wir machen heute meine Lieblingskäselasagne. Dafür braucht ihr gar nicht viele Zutaten. Und zwar benötigen wir 400 Gramm Hackfleisch, ein Paket Schlagsahne, so 150 Milliliter Gemüsebrühe, zwei Pakete Schmelzkäse nach eigener Wahl, natürlich Lasagneplatten, Käse zum Überbacken, auch nach eigener Wahl. Ich habe hier geriebenen Gouda. Dann Paprika, Salz und Pfeffer als Gewürz. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal mit dem Rezept los. Ja, und dann kann es tatsächlich schon losgehen. Herd auf mittlere Stufe stellen. So, ein ganz klein bisschen Öl fürs Gehacktes reingeben. So, ich habe jetzt hier 400 Gramm halb und halb. Ihr könnt auch nur Rinder, Puten oder nur Schweinehack nehmen, ganz nach eurem eigenen Geschmack. Das geben wir jetzt hier rein. Braten das jetzt erst einmal richtig krümelig an. Das dauert jetzt so sicherlich 4 bis 5 Minuten. Schön immer rühren, damit es krümelig wird. Und wenn das erledigt ist, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, jetzt habe ich euch mal näher rangeholt, damit ihr seht, wie das Ganze jetzt aussieht. Schön krümelig, durchgegart. So. Das Ganze würze ich jetzt mit Salz. Pfeffer. Und Paprika edelsüß. Alles einmal richtig gut miteinander verrühren. Es entwickelt jetzt einen schönen Duft. So, und jetzt mit der Gemüsebrühe ablöschen. So, jetzt kommt der Schmelzkäse dazu. Ich habe einmal Natur und einmal Kräuter. Insgesamt sind das 400 Gramm. Am besten immer so im Topf machen, dann löst sich das schnell und dann kann man den Rest wunderbar mit dem erhitzten Löffel rausbekommen. So. Jetzt noch den anderen. Aber welchen Schmelzkäse ihr letztendlich verwendet, ist eigentlich völlig egal. Das, was euch am besten schmeckt. Ihr könnt auch ganz normal Natur oder Gouda, Chili oder sonst irgendwas verwenden, was da nicht alle gibt. So, und diese Käselasagne macht ihr im Namen auch alle Ehre, denn die schmeckt mal richtig nach Käse, ihr Lieben. So. Das war schon mal das. Den Löffel einmal säubern. Soweit. Und jetzt lassen wir den Käse einmal kurz schmelzen. Das geht wirklich richtig schnell. So. Der schmilzt jetzt wunderbar. Es dauert nur ein bisschen, wenn er sich so ein bisschen im Hackfleisch verfangen hat, aber durch die Hitze schmilzt das relativ schnell. Jetzt gebe ich noch den Becher Sahne mit dazu.
So. Und jetzt lassen wir das Ganze auf ganz leiser Flamme. Es soll wirklich nur eben vor sich hinköcheln. 4 Minütchen, vielleicht 5, köcheln. Und dann schmecken wir das einmal ab. Die Soße hat jetzt 5 Minuten geköchelt. Die ist noch sehr flüssig, was aber kein Problem ist. Das köcheln wir einfach für den Geschmack. Und ein bisschen ist er einreduziert. Und jetzt schmecken wir sie auch einmal ab. Die ist schon perfekt, da muss gar nichts mehr dran. Da können wir gleich anfangen, die Lasagne zu schichten. Und zwar, unten mache ich jetzt eine Schicht Soße rein. So verhindert man, dass die Lasagneplatten unten anbrennen und man hat dann schon dementsprechend die Soße unter den Platten zum Garen. Ist immer ein bisschen schlecht mit diesen Formen, weil die halt, wie man sieht, nie passend sind. Da muss man dann die Lasagneplatten brechen, aber das ist jetzt auch kein Drama. Schön ist, wenn man eine viereckige Form nimmt, aber ich muss hier nur eine kleine Version machen, deshalb reicht das voll und ganz mit dieser Form. Darüber kommt dann wieder eine Lage Soße. Und keine Angst, das zieht noch richtig schön ein. Das ist jetzt nicht zu viel Soße oder so. Jetzt lege ich die Lasagneplatte, die ganze hier hin. Und jetzt spule ich euch mal vor, bis ich damit fertig bin. Das dauert ja doch immer ein bisschen. So, ihr Lieben, die Lasagne ist jetzt komplett abgedeckt. Ich habe 4 Schichten gemacht. Und jetzt ist der Clou, dass man das erstmal mindestens eine halbe Stunde so stehen lässt und einziehen lässt. Und dann machen wir erst den Käse drauf und packen es im Backofen. Dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, und hier ist sie einmal, die leckere Käselasagne. Ich werde mir jetzt ein kleines Stückchen auf den Teller machen und für euch probieren. Und hoffe, sie schmeckt wie immer, weil es ist eigentlich immer das gleiche Rezept. Und dann probieren wir sie noch mal gemeinsam. Aber ich mache jetzt erst ein Foto und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Bis gleich. Und jetzt wird natürlich auch noch probiert, ihr Lieben. Einfach nur lecker und super schnell gemacht. Ihr habt einen super Käsegeschmack. Nudeln, Hackfleisch. Einfach klasse. Und genau die richtige Würze. Ich liebe Lasagne. Und auch diese Käselasagne ist ein absoluter Bringer. Probiert sie unbedingt aus. Lasst noch ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich nämlich wahnsinnig freuen. Und benutzt doch gerne meinen Amazon-Link aus der Beschreibung. Damit könnt ihr mich quasi kostenlos unterstützen. Für euch bleibt der Preis gleich, aber ich bekomme von Amazon eine kleine Provision für Verkäufe. Dafür müsst ihr allerdings während der Bestellung in eurem Konto über meinen Link angemeldet sein, damit es funktioniert. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ihr seid fantastisch. Tschüss. Ja, und hier einmal für euch von Namen in der Gesamtaufnahme. Einfach nur lecker, das Ding. Probiert die unbedingt mal aus. Vor allem Kinder lieben die, denn da ist kein Gemüse oder so mit drin. Einfach nur Käse und Nudelplatten. Ganz einfach schnell gemacht. Macht's nach. Guten Appetit.